Ja, also man muss so sagen, Deserteure gab es erstens einmal jene, die in die Heimat kamen und nicht mehr raus wollten an die Front. Das waren jene, die sich versteckt hielten, einerseits im Rahmen der Familien oder der Umgebung, oder wie zum Beispiel in Tirol, nicht, die sozusagen vorbereitet hatten, haben ihre Städte, also eine Höhle gehabt oder dies, eine Unterkunft gehabt, wurden versorgt von der Bevölkerung. Das war die zweite Gruppe. Ich persönlich habe mich nie getraut. Ich habe nie sozusagen die Nerven gehabt und den Mut gehabt, mich zu verstecken. Das war für mich etwas Unmögliches. Aber wenn ich überlege, dass ich mich da in irgendeinen Keller aufhalten soll und soll warten, bis ich was zum Essen bekomme und so weiter, und dann werde ich noch denunziert und so weiter. Also, das war nicht nach meinem Geschmack. Also hier muss man unterscheiden. Deserteure in der Heimat, Sings, und einige Deserteure direkt an der Front. Die an der Front zählte man zum militärischen Widerstand. Das war auch wie zum Beispiel in Schweden, wo also eine Gruppe Österreicher nach dem 8. Mai, nach der Kapitulation, haben sie versucht, nach Schweden zu kommen. Die waren in Norwegen und wurden von einer starken deutschen Einheit aufgehalten. Und die haben sich mit Waffengewalt durchgeschlagen. Das war so einer der wenigen Fälle, wo wirklich Deserteure von der Waffe Gebrauch gemacht haben. Und ich stand immer auf dem Standpunkt, dass ein Deserteur genau das gleiche Recht hat wie ein Soldat. Nur war es so, wenn ein Soldat jemanden erschossen hat, war ein Held. Wenn ein Deserteur jemanden erschossen hat, dann war er ein Verbrecher. Das war so diese Gegend. Also hier ging es darum, jeder Deserteur, hat das Recht gehabt, sozusagen mit Waffengewalt, sagt man, seine Desertion durchzuführen. Ohne dem, also konnte man, da wäre man ja verloren gewesen. Und wer lässt sich schon so gerne wie ein Karnickel wo abschlachten? Ne? Ohne dass er sich wehrt. Das ist unmöglich.